Oh, um Gottes Willen. Dieses Spiel wieder. Wie eine typische Herbst-Spiele? Nee, das unterstelle ich mir nicht. Das kannst du dir sonst wohin schieben. Ist nicht. Also wenn du das von mir denkst, dann tut's mir leid. Aber das stimmt nicht. Wir müssen, glaube ich, wieder hoch. Irgendwas war da. Kleinen Augenblick, ich mache gerade meine Show. Wir kommen trotzdem rein. Wundervoll. Ich weiß gar nicht mehr, wie alles hier funktionierte. Kann ich einfach mit ihr reden? Ach nee, das Paket. Ja, ja, hier, guck mal. Endlich! Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Spielzeug ein- und meinen Followern vorzuführen. Also, sind wir dann jetzt bereit für die große Show? Naja, eigentlich schon. Was ist los? Hast du auf einmal Kopfschmerzen? Das passiert seltsamerweise vielen Frauen, mit denen ich rede. Ich will dich nicht mit meinen Sorgen belasten. Beim letzten Spiel genauso. Ist gar nicht meins direkt durchgespielt. Bei welchem Spiel habe ich das gesagt? Mit gar nicht meins? Also ich bin nicht gut in Jump'n'Runs und so Metroidvania-Sachen und sowas, aber das liegt mir noch eher als Point-and-Clicks und diese ganzen komischen Sex-Themen hier. Also ich finde das Spiel hier sehr, sehr unangenehm. Hallöchen, Bluescreen. Guten Abend. So, aber ich droppe vorher noch schnell eine meiner Ideen. Es gab ja das Einhorn im Sexstore. Kannst du das Horn von dem Einhorn mit dem Knochen austauschen? Habe ich einen Knochen? Ich weiß es gar nicht. Muss ich gleich mal gucken. What lies in the multiverse? Ja, aber ich habe ja auch eben gerade gesagt, dass ich so Metroidvania und Jump'n'Runs liegen mir sogar noch eher als das hier, weil das hier ist mir unangenehm. Der Regenbogenknochen mit dem Kaugummi dran. Ah, ich guck mal. Ich guck mal. Also, ja, möchten mir hier nicht unterstellen lassen, dass das hier irgendwie ein typisches Herbstig-Spiel ist. Weil dann seid ihr hier falsch. Ich mach das nur, weil das Goal voll gegangen ist und ihr dafür gestimmt habt, weil es halt eine Bestrafung für mich ist. So. Das ist es halt auch. Es ist eine Bestrafung. Ich kann weder von Klicks, noch mag ich Point-and-Clicks, noch finde ich dieses ganze Setting hier irgendwie amüsant oder toll. Ja. Ach, das machen irgendwie alle Leute, die ich treffe. Eigentlich war es nie mein Ziel, kleine, schmuddelige Shows im Internet abzuhalten. Willst du mir sagen, dass der ganze Ärger dann umsonst war? Nein, ganz im Gegenteil. Mir ist dadurch bewusst geworden, dass ich mich mit etwas zufrieden gebe, das meinem großen Traum nicht gerecht wird. Zwingt dich etwa jemand, das hier zu tun? Das Literaturstudium? Nein, das mache ich freiwillig. Aber mein Herz schlägt für etwas anderes. Ich habe einen Traumberuf im Sinn. Einen, der meine Eltern stolz macht. Was ist das für ein Traum? Einer mit mir drin? Ich bin vom Land nach New Lost Vages gekommen, um eine richtige Stripperin zu werden. Die Literatur liebe ich natürlich auch, aber der Traum vom Strippen ist einfach stärker. Die Cam-Show mag ich ja, aber ich will auf die große Bühne. Etwas, was ihre Eltern stolz macht. Mama, ich will Stripperin werden. Okay. Hey, Ah, hier, stimmt. Klebriger Knochen, den habe ich dran, stimmt. Okay, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Kann ich nochmal mitnehmen? Die Cam-Show mag ich ja, aber ich will auf die große Bühne. Wenn ich mir doch nur diesen Traum verwirklichen könnte. Danke, Larry. Aber ich muss jetzt wirklich mit meiner Cam-Show weitermachen.
Die Cam-Show mag ich ja, aber ich will auf die große Bühne, ich hab die... wenn ich mir... Danke, Le- Cool. Wann ich die Cam angeklickt. Wow, ich dachte, von hier aus komme ich irgendwie weiter, aber danke, Spiel. Wundervoll. Ja, habe ich doch auch schon alles angekrabbelt, oder? Lass das Licht bitte so, wie es ist. Ich brauche für meine Show eine gute Ausleuchtung. Ich gehe mal kurz nach das gucken, was Anonym gesagt hat. Und hier, ach stimmt, hierfür brauchen wir ja auch noch Sachen, ne? Hier das hier. Das lässt sich nicht kombinieren. Ja, das soll sich ja auch nicht kombinieren, du sollst das vorlesen. Die Zutaten, die besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Aber der Folgeteil wird noch intensiver, was den Humor und die Anspielung angeht. Ja, zum Glück spiele ich den nicht. Ich habe den zwar, aber den werde ich niemals spielen. Ich finde den Point-and-Click so schrecklich. Ja, weil die Point-and-Clicks ergeben für mich keinen Sinn. Es gibt ein gutes Point-and-Click und das nennt sich Encodia. Und das war wirklich toll. Das hat mir sehr gefallen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und es war grandios. Okay? Aber... Also Deponia ist schrecklich. Das hier ist schrecklich. Ah, Mann. Das lässt sich nicht... Das ist keine gute Idee. Warum denn nicht? Der schon wieder für Probleme hat. Musste ich hin? Da müsste, glaube ich, der Laden sein. Der da hinten. Die würde wahrscheinlich Albträume von dem Charakter Swingle haben. Oh nein, es ist eine Anspielung auf Tingle. Aber, oh no. Hallo Shoppa. Hallo, hallo. So. Okay, das habe ich jetzt. Ne? Ich glaube, darunter bekommt man schlecht Luft. Ja, das interessiert doch niemanden. Das, da das lässt sich nicht kombinieren. Nee, funktioniert nicht. Schon mit der Handschuhe. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Auch nicht. Kann ich das anzünden? Das lässt sich nicht kombinieren. Wir können das ganze Spiel anzünden. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Man hätte ja das Corn Dog in den Mund schieben können. Also warum habe ich Blumen? Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Mir ist nicht nach Schach. Was für Schach, Alter? Das hilft mir nicht. Nee, das funktioniert alles irgendwie nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht. Ein Pflaster auf die Öffnung. Das lässt sich nicht kombinieren. Nee. Toll. Die Überreste davon kann ich nicht mitnehmen. Kann man da was anderes dran drauf machen? Aber ich hab nichts anderes. Wie eine Klorolle. Das hilft mir nicht. Und er sucht ja noch einen... Stimmt, er suchte einen Platz. Wir haben das Pier gefunden. Da will er aber nicht hin, weil da sein Ex ist. Ja, ja, ich weiß, Oma meckert jetzt rum, dass das Ding da gelassen hat. Ja. Du kriegst das wieder. Gar kein Ding.
Das ist wirklich besser, nicht den zweiten zu spielen. Eieiei. Ich hätte noch eine Idee. Wir haben mal Blumen. Wir sollen ja was gut riecht und so. Ja, da kann man Blumen. Blumen sind ein wundervoller Geruch. Eher nicht. Oh. Schade. Hallöchen, Tag Ikarus. Hallo, hallo. Läuft das Weekend ganz schrecklich. Ich muss das hier spielen. So, wieder da. Was essen machen? Was gibt's bei dir, Sodas? Und hast du dir Leckeres gemacht? Du musst. Wer zwingt dich? Meine Zuschauer. Stimmt, die Ratte haben wir ja da auch noch. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Okay, was war das denn für ein... Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Aber dann bastelt da nichts Lustiges draus. Wundervoll. Die beiden Sachen funktionieren. Ich dachte halt, das Kondom irgendwie über diese Poprolle ziehen und dann irgendwie, dass die Maus da reinrennt. Weil wenn ich das hier mache... Die Ratte würde da reinpassen. Dann sagt ohne etwas, das sie darin interessiert, geht sie aber sicher nicht rein. Richtig. Bei einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist es? Sehr. Schon eine gute 9,5 würde ich behaupten. Und ich bin wahrscheinlich noch am Anfang des Spiels und es wird wahrscheinlich noch schlimmer. Was willst du? Was für ein Schuppen, was ist da drinne? Oh, guck mal hier. Aaron wäre perfekt für den Job im VIP-Bereich. Aaron wäre perfekt für den Job im VIP-Bereich. Aaron? Nie gehört. Was kann die so? Sie zeigt halt, naja, weißt schon. Und dann macht sie so alles vor der Kamera. Aber sie möchte auf die große Bühne. Ich müsste mich vorher schon von ihrem Können überzeugen. Sie hat eine Show im Internet. Komm mit und schau die Show live an. Vertrau mir einfach. Ich weiß, was gut ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich den schmierigen Schnösel mit zu ihr nehmen will. Vertrau mir einfach. Ich weiß, was gut ist. Wenn ich mir dich so anschaue, kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Ach, komm schon. Sie hat eine Show im Internet? Sie hat eine Show im Internet. Ach, dem Internet vertraue ich nicht. Aber nicht mal so ein Pifon. Oh, müssen wir den jetzt echt mitnehmen? So ein schmieriger, ekliger Schnösel-Dude, der möchte gern Türsteher hier, der sich unbedingt die Show angucken will, aber live. Sandwich-Maker? Oh, dann lass es dir schmecken, so das. Und hallo, Leo. Hallo, hallo. Ich finde das Artwork ja sehr detailreich. Auf jeden Fall gibt es eine Menge zu sehen. Sowas mag ich in Point-and-Clicks. Aber das Spiel ist halt einfach mega sexistisch. Sehr unangenehm alles. Ich meine, der Artstyle ist schön. Liebe Entwickler, macht gerne sowas nochmal, aber weniger Larry. Das war, dann würde ich es vielleicht sogar noch spielen. Komm mit und schau dir die Show live an. Ich bin der Türsteher von Hellspawn. Verlasse ich auch nur kurz meinen Arbeitsplatz, bricht Chaos in New Lost Wages aus. Ja, besorge mir einfach irgendwas, damit ich sehen kann, was sie bietet. Am besten wäre eine Kostprobe ihrer Show. Ja, was? Ich komme später wieder.
glaube, Larry soll auch nicht wirklich ein Sympathieträger sein. Ja, es geht ja nicht nur um Larry, sondern das ganze Setting. Ich möchte nicht in das Gefängnis einbrechen. Aber warum denn nicht? Was hast du denn dagegen? Das lässt sich nicht kombinieren. Das würde danach trotzdem weiter nach nichts schmecken. Ja, aber das ist ja auch egal. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Mach doch einfach, die Ratte frisst den Scheiß doch sowieso. Das lässt sich nicht kombinieren. Dafür ist es jetzt auch schon. Uff. Von dem Zeug habe ich genug. Nie wieder. Hallöchen, heilige Makrele. Hallo, hallo, guten Abend. Kann ich die Ratte einfach so anfassen? Besser nicht. Nein. Okay, dann gehe ich mal zu ihr und sag ihr, ey, so ein schmieriger Schnösel würde ich gerne angucken. Kleinen Augenblick, ich mach gerade meine Show. Teil 7 Yacht nach Liebe. War noch deutlicher an gewissen Themen. Ja, aber das sind ja die alten Spiele. Die sehen scheiße aus. Dann spiele ich auch hier. Das hier spiele ich ja auch nur, weil es ja einigermaßen okay aussieht. Aber was ist das denn? Die Rotorblätter sehen so scharf aus. Hey, den brauche ich für meinen Erdbeerbusch. Ich leihe ihn mir nur kurz. Ich leihe mir den mal ganz kurz, ja. Kann ich das da irgendwie mit abschneiden? Ja. Schnipp. Jetzt filmt Aaron niemand mehr. Naja, außer sich selbst. Aber die Kamera ist runtergefallen. Das ist was Gutes, oder? Hoffe ich. Kann ich das hier wieder abstellen? Nein. Das hier sieht doch auch irgendwie aus, ob es vielleicht kaputt geht oder so. Hallöchen, Damien. Guten Abend. Ich muss aber trotzdem, glaube ich, mal mit ihr reden. Hey, Aaron. Was gibt's? Genau, du, ich habe erfahren, was dich erfahren... Ich habe erfahren, was dich interessiert. Genau. Wird. Ja? Du kennst doch sicher Hell's Pawn, den Nachtclub. Klar, ich war aber noch nie drin. Das könnten wir ändern. Sie suchen einen Show-Act, der etwas Besonderes bietet. Du bist etwas Besonderes. Sie bräuchten aber eine Kostprobe deines Könnens. So bald wie möglich. Doof. Ich kann jetzt nicht weg. Meine Show fängt gleich an. Meine Frage zu deinen Chatregeln, warum keine Swinker-Emotes, steht eigentlich da. Ich mag die Dinger einfach nicht. Also steht unterm Stream, da sind nochmal die Regeln aufgelistet und da steht's auch. Ich mag die einfach nicht. Ich finde die ganz, ganz schrecklich. Und ich finde Leute ganz, ganz schrecklich, die die benutzen. Deswegen gibt es die in meinem Chat nicht. Naja, da hängt eine Abritzbirne in der Wand. Ich glaube nicht, dass der Raum noch sicher oder unbedenklich gilt. Ja, das stimmt schon. Ja. Oh, dann nehmen wir dich halt auf Kassette auf. Dann nehmen wir dich halt auf Kassette auf. Auf was? VHS, 2000, Betamax. Hast du einen Schlaganfall? Soll ich einen Arzt rufen? Ich meine, kannst du deine Show nicht aufzeichnen? Keine Ahnung, wie das geht. Ich streame nur. Ich brauche aber eine Aufnahme von dir. Das muss warten. Meine Fans gehen vor. Also ja, beim PC vielleicht, auf dem Handy nicht. Ich gucke von Arbeit aus. Doch, auf dem Handy sieht man auch die Panels. Ich glaube, da muss man nur woanders raufklicken. Das ist keine Ausrede. So. Auch nichts. Das funktioniert also nicht. Also kannst du bitte meinen Buschtrimmer hier? Ja, ja, den lasse ich hier. Gar kein Problem. Ach, nee, nicht auf dem Klo.
Liegt das jetzt hier draußen irgendwo? Die ist doch runtergefallen. Stimmt, den Buschtrimmer brauche ich aber auch so oder so. Irgendwann mal. Ich glaube, da ist etwas drin, aber der genau Busch das. Ist zu dicht. Richtig, aber den kann ich ja nicht klein machen. Außer mit dem Dartpfeil vielleicht, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Wäre auch so total doof. Ja, toll. Die Dings ist jetzt aber trotzdem nicht da, oder? Das ist runtergefallen, aber dann komme ich doch da trotzdem nicht hin. Irgendwie verstehe ich das nicht. Die Kamera ist hier wohl reingefallen. Also dann. Ach so, die ist in den Müll gefallen. Ah, haben wir die jetzt? Ich frage mich, wem der gehört. Da sind Aufnahmen von Aarons Show drauf. Ach so, ja, dann nehme ich den doch einfach mit. Dann muss ich die doch gar nicht nochmal filmen. Sondern ich kann da direkt rüber. Ach nee, warte mal, das ist das Falsche. Ich muss nach nebenan. Und der ist hier schon mal, sieht aus, als ob er jemanden an die Bobas fassen will. Man sieht nur das, was man sehen will, Damien. Für mich ist das einfach nur ein Umarmungs-Smiley. Also, der jemanden umarmen will. Ich glaube, dafür steht er auch, oder? CB, ich habe hier was für dich. Schau dir das an. Nicht schlecht. Die kann was. Wow! Hast du das ohne ihr Wissen aufgenommen? Spielt das heutzutage eine Rolle? Wie kleinlich! Naja, ach, vergiss es. Das ist der Hammer. Sie hat den Job, nice. Aber nur auf Probe. Sich einfach nur nackig machen reicht bei unserem Klientel nicht. Ich brauche für den VIP-Bereich etwas, das aus dem Rahmen fällt. Etwas mit Pfiff und Intelligenz. Sie kann nachher auftreten, aber sie muss in ihrer Show noch ein außergewöhnliches Element bieten. Wenn sie das hinbekommt, erhält sie einen festen Platz im VIP-Bereich. Ich rede nochmal mit ihr. Aaron hat sicher eine gute Idee. Ja, Lim, mach das. Ich denke, generell sind Emotes auf Auffassungssache richtig. Richtig. Deswegen ist für andere vielleicht auch Zwinker-Smileys voll in Ordnung. Ich kenne super viele, die nicht mögen, weil sie meistens in einem Kontext benutzt werden von wegen, haha, ich weiß es besser als du, Zwinker-Smiley. Probier doch mal XY, Zwinker-Smiley, dieses, ach, ich weiß nicht, es ist halt immer, ne? Dieses Besserwisserische. Okay, also gehe ich einfach wieder zu ihr. Die ganze Zeit einfach nur hin und her. Und sag ihr, hey, du hast jetzt den Job. Da. Einmal wieder da hoch. Kleinen Augenblick. Naja, lass mich rein. Hey, Aaron. Was gibt's? Hier, ich habe großartige Nachrichten. Aaron, ich habe großartige Nachrichten. Ja. Naja, überwiegend. Ja? Die im Hellspawn finde ich super. Du darfst mit mir ausgehen. Oh, nee. Reden wir später. Nee, das da. Die im Hellspawn finden dich super. Ehrlich? Das ist ja unglaublich. Ja. Aber sie meinen, dass du noch etwas anderes bieten solltest. Etwas, das dich von der Masse unterscheidet. Was dich besonders macht. Puh, was könnte das denn sein? Meint ihr irgendwas mit Intelligenz oder sowas? Statt dich auszuziehen, könntest du einfach mehr anziehen. Vielleicht irgendwas mit Ping-Pong-Bällen? Du könntest mit einer Python ringen.
Gottes Willen. Nichts davon? Anstatt dich auszuziehen, könntest du einfach mehr anziehen. Das geht nicht. Das sind die einzigen Klamotten, die ich besitze. Es ist hoffnungslos, Larry. Ich werde einfach das Trippen aufgeben und mich meiner anderen großen Liebe widmen. Der Literatur. Ich bin bei Poetry Slams immer rausgeworfen worden, weil ich da zu viel Haut gezeigt habe. Moment mal. Denkst du, was ich denke? Es ist so naheliegend. Ich kann halt nicht scrollen. Ich dachte, ich kriege hier jetzt eine andere Antwort. Vielleicht irgendwas mit Ping-Pong-Bällen. Wir haben doch nicht das gleiche gedacht. Nein, Larry. Ich kombiniere Literatur und Strip. Ja, das dachte ich, dass das als Antwort kommt. Striptease und Lesungen aus meinen liebsten Büchern. Aber es gibt noch ein Problem. Um richtig Eindruck zu hinterlassen, brauche ich dafür ein ganz bestimmtes Buch. Der geschickte Züngler von Alfred Kissler. Das ist sehr selten und eigentlich kaum noch zu bekommen. Ich habe ein Exemplar, aber nicht hier in New Lost Vages. Keine Sorge, ich halte die Augen danach offen. Bin ich verdorben, wenn ich weiß, was er mit Ping-Pong-Bällen meint? Ja. Definitiv, weil ich es nicht weiß. Ich habe ein Buch. Guck mal, ist das das nicht? Ich habe eine Überraschung in meiner Hose. Ach, oh, Larry. Ist es das, was ich denke? Nein, es ist das Buch, das du wolltest. Du hast es wirklich aufgetrieben? Unglaublich. Du musst ja in allen antiquarischen Buchhandlungen der Stadt gesucht haben. Ich habe das schon die ganze Zeit mit und ich wusste nicht, was ich damit machen soll, aber jetzt weiß ich es. Für dich ist mir nicht so viel, Baby. Ich hab's aus der Hipsterbar geklaut. Ich habe es aus einer Hipsterbar geklaut. Die wüssten so ein Kunstwerk auch nicht zu schätzen. Jedenfalls hast du dir eine Höchstwertung bei Timber verdient. Das war das Liebste, was jemals jemand für mich gemacht hat. Wie versprochen, bekommst du jetzt deine Privatshow. Oh nein, wie der auch geguckt hat. Oh nee, ich will das nicht sehen. Danke, Larry. Wir sehen uns dann nachher im Hell's Pawn zu meiner Show. Hey, P, wie viele Timberpunkte habe ich denn jetzt? An die 60 müssen es doch wohl sein. Du hast 11 Timberpunkte. Sicher, dass da hinten keine Null fehlt? Sicher. Uff. Oh boy. Wie konnte das passieren, dass unser Prototyp in so einer schmierigen Bar landet? Das lasse ich noch untersuchen. So ein Sicherheitsleck darf nicht noch einmal passieren. Schick irgendwen rein, damit ich ihn feuern kann. Wir müssen uns jetzt auf die anstehende Produktpräsentation konzentrieren. Aber ich will jetzt jemanden feuern. Wenigstens einen Praktikanten. Die hast du letzte Woche schon alle gefeuert. Na, stell einen ein, schick ihn zu mir hoch. Ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Und ich werde unterdessen hier wütend auf- und ablaufen. Uff. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Nice. Erstmal alles durchklicken. Wo ist denn Timber da? Ach Gott, das ist ganz, ganz schlimm. Aber ich finde unseren Ad-Namen immer noch schön. Wo ist denn das? Maxim Payne. Ad Auchi. Klar, warum nicht? Ja, den Fisch nehme ich auch. Oder ist Becky? Christa irgendwer, okay. Christa Kork Kaut? Weiß ich. Bin du hier, um meinen Freund zu stalken? Ist klar. Miles Moneless. Für meinen Pinsel. Ach du Heilige. Der Hipster, da ist er. Ich werde meine Privilegien für dich überdenken. Ach Gott, der auch noch. Ja, okay, das ist ein bisschen vielleicht nicht.
Ich, oh Gott, der Satz. Ja, hey, warum nicht, verrückte Katzenlady? Let's go. Die kommt mir sehr bekannt vor. Was zum... Wer... Was... Bist... Harry Nessie? Was? Ich hab blaue Zehen und gelben Schnee. Ja, warum nicht? Komm, let's go. Der Roboter, den finde ich gut. Ja, Ivana-Hump. Ja, klar, ey, du, ich nehme einfach alle hier. Komm, haben wir jetzt alle durch? Ich glaube. Okay, bye. Mann, ich bin Larry. Ich nehme wahrscheinlich alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Danke, Larry. Wir sehen uns dann nachher im Hell's Porn zu meiner Show. Garantierte Crits bei Schneeballschlachten. Wundervoll. Den Fisch, der Fisch ist super. Wahrscheinlich kommen wir mit dem auch denn zusammen. Was willst du? Achso, ich kann da gar nicht jetzt rein und mir Aaron angucken. Ja, toll, dann komme ich doch jetzt trotzdem nicht weiter. Ich komme später wieder. Sis. Da kann ich auch nicht rüberlaufen. Stimmt, das da, glaube ich, brauchen wir auch noch, oder? Würdet ihr das Grabtuch gegen etwas eintauschen? Hm. Ich kann mir nur eins vorstellen, was uns mehr wert wäre als das Grabtuch von Urin. Ich auch. Eine Polaroid. Was ist das denn? Die streng limitierte Vintage-Kamera von Prune, von der es nur ganz wenige Exemplare gibt. Die druckt direkt ein Foto aus und speichert es gar nicht digital ab. Jedes Foto ein Unikat. Die Bildqualität ist retromäßig total mies. Ist das nicht eine irre, revolutionäre Idee? BJ ist einfach ein Genie. Sicher. Ich schaue, ob ich eine auftreiben kann. Ja, und ich weiß, wo es eine gibt. Wenn Aaron weg ist, kannst du den Buschtrimmer bestimmt entführen, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Nimm es doch einfach mit. Das haben wir ja hier mit dem Buch gemacht. So. Und für die Polaroid brauchen wir diese komische Actionfigur. Richtig? War das nicht so? Hey, nur anschauen, nicht anfassen. Oh, Flashback. Richtig. Die wollten dafür irgendwie diese komische Figur haben, glaube ich, ne? Ich bräuchte eine von diesen Sofortbildkameras. Wir suchen die Sklavenprinzessin genau aus Sleaze Wars. Aber ja. Nur die Version mit dem abnehmbaren Goldbikini. Ich halte die Augen offen. Mhm. Was gibt's? Nee, und ansonsten ich komm später. Ist halt, genau, die wollen diesen Bikini-Dings da.
Und der ist hier unten, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hier müssen wir auch irgendwie noch wegkriegen. Aber erstmal, ich gehe mal ganz kurz hier hin. So. Und sie will, glaube ich, dieses komische Tuch, glaube ich, dafür haben. Hallo. Was gibt's? Was ist das für eine komische... Das ist eine sehr, sehr... Die Sklavenprinzessin. Unglaublich wertvoll. Die Figur würde ich gern kaufen. Gern. Mach $1,000. Vielleicht kann ich auch anders zahlen, wenn du verstehst, was ich meine. Hm? Danke. Ich brauche gerade nichts zu essen. Bis später. Und er hier will erst weg. Er geht erst, glaube ich, weg, wenn der Automat nicht mehr geht. Und ich glaube, dafür brauche ich die Ratte. Es hängt halt alles irgendwie zusammen. Das ist richtig schlimm und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ah. Der Türsteher von Hell's Pond glaubt mir nicht, dass die Gitarre Diebesgut ist. Du musst dem Türsteher erzählen, dass du sie gestohlen hast. Pah, ich habe gerade eine Glückssträhne. Solange der Automat schön weiter Kohle ausspuckt, richtig, bewege ich mich keinen Zentimeter von hier weg. Mhm. Und an dieser Stelle dachte ich damals, eine Polaroid-Kamera von Apple, da würde man wahrscheinlich wirklich 800 bis 1200 Euro im Markt bringen können. Wahrscheinlich. Bis später. Hau nichts kaputt. So, und hier war halt schon ein paar Sachen, glaube ich, kaputt. Oh nein, mit solchen Teilen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, hau doch mal ordentlich druff. Mit meinen Armen komme ich nicht tief genug rein. Nee, lass dir längere Arme wachsen. Mann. Von außen komme ich nicht dran. Es sind Drähte davor. Auf jeden Fall hat er irgendwann mal gelabert, dass das hier ziemlich schon ramponiert angeknabbert lange war. Lange hält das nicht mehr durch. Und ich glaube, da muss halt die Ratte rein. Aber wie kriege ich denn die Ratte? Das ergibt halt keinen Sinn. Verflucht, das Ding klemmt. Kann ich da alte Sojasauce draufschütten? Das hilft mir nicht. Nee. Nein, vielleicht später. Die Teile habe ich schon als Kind gehasst. Hm. Ach stimmt, hier war Lance, ja. Kann ich dir noch was zu trinken holen, Becky? Nein! Was machst du so, Lance? Ich bin Fitnesstrainer und arbeite im Gym auf dem Strip. Wenn du richtig in Form kommen willst, frag mich. Waschbrettbauch und starker Bizeps habe ich am liebsten. Sind meine Spezialität, meine ich. Mhm. Ja, ja. Ist Becky deine Freundin? Lance ist mein Date. Sind seine Muskeln nicht on fleek? Er ist der perfekte Insta-Husband. Ich bin eben total der Frauentyp. Ein Glück, dass ich auch total auf Frauen stehe. Ausschließlich. Tu das überhaupt nicht. Bis später. Und er muss aber weg, weil er ist, glaube ich, der Ex von wie hieß er, Richard oder so? Den Namen vergessen, der hieß irgendwie. Wie ist er denn? Der da, aber der hieß Richard oder so, ne? Eigentlich. Das war irgendwie nur sein anderer Name. Die würde nur wegfliegen. Laut Wikipedia überlebt diese Spezies nur durch die Fütterung von Menschen. Über die Jahre hat diese Spezies einen Geschmack für besonders ekelhaftes Essen entwickelt. Ja, guck mal hier. Kann ich das jetzt verfüttern? Ach, jetzt geht das, ey. Ich habe das letztes Mal auch schon versucht. Gegen Brot hat sie offenbar nichts, aber vielleicht fehlt ihr noch der Geschmack. Ach so, ach der... Also geht es doch nicht. Fehlt der Geschmack? Ja, aber Soße konnte ich da ja auch nicht drauf machen. Ohne guten Grund werde ich nicht zum Schlammwühler. Warum denn nicht? Sogar der Dreck am Strand von New Lost Wages wirkt moderner als früher.
Hallo, Greno. Hallo, hallo. Hier komme ich nicht hin. Da auch. Und hier war ja dieser komische Automat mit dem Buch. Ja. Das hilft mir nicht. Ja, das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Sieht wie ein normales Brot aus. Vielleicht ist das Gluten einfach unsichtbar. Was zum... Was? Jetzt ist das Brot mit Barbarenbräu getränkt. Nein. Ich habe das gerade nur so... Ich habe das nur so probiert. Das ergibt gar keinen Sinn. Das Spiel ergibt keinen Sinn. Toll, dann haben wir gleich eine besoffene Taube. Na gut, vielleicht fällt die Taube die dann an. Hä, hey, das ergibt sowas von keinen Sinn. Täubchen. Oh ja, das gefällt ihr. Die sucht Sinn bei Larry. Ich suche Sinn bei jedem Point-and-Click-Spiel, weil die alle sinnlos sind. Oh, die hat das Barbarenbräu auch nicht vertragen. Oh, scheiß die jetzt einmal dem Vollfett an. Oh, oh, das könnte ins Auge gehen. Oh ja. Oder in den Drink. Pfui. Was ist denn jetzt passiert? Kann ich mir auch nicht erklären. Frauen sind schon komisch, oder? Starcucks, ja. Aber sie riechen gut. Das ist gar nicht creepy oder sowas. Oh, wenn ich das sage, ich mach das jetzt. Männer sind sowieso besser, oder? Du sagst es. Ich meine, es geht nichts über Titten und Muschis. Du bringst mich voll durcheinander, Mann. Mein Blutzucker ist komplett im Arsch. Nur wegen deinem Geschwätz. Becky und ich wollten gerade essen gehen. Aber daraus wird jetzt wohl nichts. Weißt du, worauf ich mal wieder so richtig Bock hätte? Auf Becky? Eine neue Frisur? Welt. Eine neue Frisur? Szechuan-Soße. Die gibt es doch überall. Oh, die habe ich. Ja, aber nicht diese eine spezielle Sorte, die man kaufen konnte, als ich noch klein war. Ich hab das. Die Szechuan Crazy Fanboy Edition. Glaubst du reden? Und die gab es nur kurz. Ist schon lange ausverkauft. Beste Soße aller Zeiten. Wenn jemand im Internet eine Packung anbietet, kommt er am Wohnort des Verkäufers zu Straßenschlachten. Noch einmal die Szechuan Crazy Fanboy Edition Soße essen. Oh, das wäre es. Hier, warte mal. Guck mal hier. Ich hab doch hier, guck mal. Ist das nicht der hier? Guck mal hier. Komm hier, schieb's dir in den Mund. Ein Corndog mit der seltensten Szechuan Soße überhaupt. Oh mein Gott. Ein Nostalgie-Corndog, wie aus dem Bilderbuch. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Würstchen in den Mund zu schieben. Oh Gott, das ist die ganze Soße wegzuschlecken. Das war himmlisch. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht. Nein, Damien, nein. Äh.
Ey, Anspielung an die 98er Mulan Szechuan McNugget-Soße? Kenne ich nicht. Aber klingst du fröhlich? Ja, ich bin total fröhlich. Nein, 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 bin ich nicht. Nein, ich finde das ganz schrecklich. Sonst würde ich nicht sagen, ich will das nicht mehr. Und ich würde am liebsten das Spiel ausmachen. Ja, das sagt man bestimmt, wenn man glücklich ist und sich darüber freut. Eine 4D-Installation. Lance, du hast das gemacht, ne? Also, Lance. Ne? Installieren, vom RC, neuer PC, Linux-Hafen. Ja, ja, einfach alles weg. Verbrennen auch noch. Den ganzen Rechner. Oh. Ja, du hast das da gemacht. Also, ne, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber also. Jetzt geht's dir aber besser? Ich bin gerade in der Massephase. Glaube ich zumindest. Weißt du, in letzter Zeit bin ich etwas durcheinander. Sind wir jetzt so super Seducer? Kenne ich nicht. Vielleicht auch besser so. Was hat Lance gemeint? Das war total schwierig. Jetzt hätte ich auch gern so einen Corndog. Ich könnte auch noch einen. Ich habe gerade so etwas wie eine Beziehung hinter mir. Aber ich weiß selbst nicht, was das eigentlich war. Und hallo, Leon. Verdammt. Ein ganzer Corndog. Mit Sichuan-Soße. Weißt du, wie viele Kalorien das waren? Die müssen instant in Bizeps verwandelt werden. Ich habe bei Timber gesehen, dass meine alte Flamme inzwischen verschwunden ist. Danke, Larry. Leider haben wir die goldene Stunde jetzt verpasst. Sei froh, Super Seducer ist Larry-Level, aber mehr noch schlimmer. Wenn das nur entfernt etwas mit dem... Oh no. Die mit Gold im Mund? Ich kann mir ja denken, was du gern in den Mund nimmst. Oh. Ich meine damit den Moment kurz bevor die Sonne komplett untergeht. Das wäre der perfekte Hintergrund für dein neues Profilbild gewesen. Können wir für das Foto nicht irgendwie tricksen? Wenn du spontan einen Sonnenuntergang in deiner Hose findest, sag Bescheid. Das Spiel. Ja, ich weiß wo. Hier, guck mal da. Ja. Die hat da dieses wunderschöne Plakat. Vielleicht hätte er das gerne. Was ist das für ein Fotopanorama? Es zeigt einen romantischen Sonnenuntergang zur goldenen Stunde. Es ist etwas verblasst, aber so passt es auch zu New Lost Wages. Was kostet das? Sammlerstück. $100. Ich nehme aber nur Cash. So viel Geld habe ich nicht. Naja, ich würde es auch gegen ein außergewöhnliches Secondhand-Objekt eintauschen. Ah, das war das. Ich versuche, sowas aufzutreiben. Richtig. Das war das. Okay. Was ist das für ein Foto? Es zeigt ein... Was okay, das sagt so einfach nochmal dasselbe. Okay. Bis später. Nochmal dasselbe dann. So, gegen ein seltsames oder außergewöhnliches Stück und dann das außergewöhnliche Stück ist... Die Tür im Altar ist verschlossen. Kriegen wir die eigentlich irgendwie auf? Mit so einem Dart-Pfeil? Das ist gut, so wie es ist. Ja, aber kannst du nicht Schlösser knacken? Knack mal Schlösser. Der ist schön kühl. Der ist schön kühl. Das ist gut, so wie es ist. Kann ich ja kein Slushy reinmachen? So schmilzt der garantiert nicht. Besser nicht. Ohne Kerzen sind Kerzenständer ziemlich nutzlos. Ja, aber vielleicht finden wir ja Kerzen. Das ist gut, so wie...
Er hat eine Herzform. Aha. Gruselig. Wie können Leute sowas mögen? Nein, ich traue mich nicht näher an ihn ran. Ich denke, dass dieses Stück ausgefeilter Technologie dazu da ist, ein Buch zu halten. Mhm. Hier kann man den Bund der Ehe eingehen. Äußerst romantisch. Da fehlen noch die Kerzen. Achso, und haben wir deswegen die Streichhölzer wegen Kerzen? Kann gut möglich sein, ne? Ich glaube, hier kann ich aber noch nichts machen. Kann ich irgendwo noch weitergehen? Hm. Hier steht, Pier 69 war früher eine Piratenhochburg. Die Piraten häuften etliche Mengen an Schätzen an, darunter auch Berge von antiken Golddublonen. Lassen Sie sich hier eine Replik einer solchen Dublone prägen. Werfen Sie einfach Ihr Altgold in den Automaten und drehen Sie die Kurbel. Sieht mir nach einer Touristenfalle aus, wie der Rest der Stadt. Aber das haben wir ja auch schon gemacht. Kann ich mit dem einfach reden? Nochmal? Was machst du? Was machst du so? Lass mich raten. Du vermutest jetzt, dass ich hier Glücksspiel veranstalte. Mhm. So wie wir das damals in unserem Reservat durften, richtig? $3 auf Rot. Naja, jedenfalls gehört mir tatsächlich das älteste Casino von New Lost Wages. Es ist aber nur ein böses Gerücht, dass meine Vorfahren es auf einem alten Indianerfriedhof gebaut hätten und alle deswegen immer verlieren. Aha. Bis später. Aber ein Casino haben wir ja auch noch nicht. Kommt das noch? Ich hoffe. Vielleicht, weiß ich nicht. Ach nee, das hier soll das Casino sein. Echt? Das hier? Die paar Aufsteller? Oh. Hm. Ziemlich ramponiert. Lange hält das nicht mehr durch. Oh nein, mit solchen Teilen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß auch nicht, was ich mit der Ehefriedenspfeife will. Das Ding macht ganz schön viel Qualm. Ja, ganz schön viel Qualm. Ja, aber ist hier irgendwo ein Feuermelder oder so? Ach, die wird noch genießbar sein. Sieht ein bisschen aus wie ein regenbogenfarbenes Horn. Ja, aber lustiger, weil das ging ja nicht. Wo ich das Einhorn-Ding hatte. Oder hätte ich von dem Einhorn das Horn abmachen können? Ein Unter kann nur auf... Ja. Unter, über, was auch immer. Lass ich mal noch mal kurz darüber. Ich glaube, darunter bekommt man... Das lässt sich nicht kombinieren. Aber da sagt er wieder, das lässt sich nicht kombinieren. Das lässt sich nicht kombinieren. Hm. Von hier besser aus? Besser nicht. Nee, auch nicht. Ah. Was gibt's? Na, wie sieht es aus mit deiner Sexspielzeugerfindung? Ist in Arbeit. Ja, und das haben wir alles schon gefragt. Ich komme später wieder. Ich sehe ruhig. Seine Herz. Oh, ja, aber hier können wir vielleicht was machen. Eww, Secondhand, das würde ich nicht mehr benutzen, du. Das Schild geklaut. Ein gebrauchtes Secondhand-Schild.
Sieht aber noch wertig aus. Irgendwas riecht doch käsig. Lecker. Boah, dieser eine Dildo riecht wie alter Käse. Ah, da kommt der Geruch also her. Den kannst du gern mitnehmen, Jungchen. Den kauft eh keiner. Danke. Nach Käse riechen, das sind... Jetzt riecht das Kondom auch nach Käse. Und der Dildo ist mir reingeflutscht. Ich will das alles nicht mehr. Frischkäse oder Harz, aber wahrscheinlich eher das Letztere. Ich glaube, sie möchte reinkriechen, aber so kommt irgendwas. Ja. Okay, ich hab. Nee. Noch die Klorolle. Jetzt hat es eine stabile Öffnung. Habe ich dich. Möchtest du das Spiel zurückgeben? Ja, gerne. Leider waren unsere Programmierer zu faul, um diese Funktion einzubauen. Das tut uns tatsächlich sehr leid. Als Entschädigung bekommst du jedoch ein Achievement. Danke. Egal, weiterhin viel Spaß mit dem Spiel. Danke. Danke. Nett. Das war ja ein Versuch wert. Das war doch einfacher als gedacht. Und logisch, von vorne bis hinten. Ich schäme mich dafür, dass das wirklich geklappt hat. So, Greno wollte, dass ich einen Schluck trinke. Das ist, glaube ich, auch mal nötig. So, ist was los? Ich habe da wirklich, glaube ich, ein Achievement für bekommen. So. Ich habe versucht, das Spiel zurückzugeben und alles, was ich bekommen habe, ist dieses lausige Achievement. So heißt das Achievement. Das finde ich ziemlich lustig. Ja, schön. Schnaps? Mag kein Alkohol. So. Okay, wir haben jetzt die Ratte. Das heißt, wir können hier jetzt wieder hin? Ich dachte, sie wäre wütender, dass ich sie gefangen habe. Vielleicht lullt der Käsegeruch sie ein. Sie sieht sehr glücklich aus. Das ist sehr merkwürdig. So, da rein. Ja, rein mit dir. Das könnte klappen. Ja, schmeiße rein. Was? Warum geht das Ding denn nicht mehr? Verflucht. Das war's mit meiner Glückssträhne. Rattenscharf, mein kleiner Freund. Okay. Cool, kommst du jetzt mit?
Der Türsteher von Hell's Pond glaubt mir nicht, dass die Gitarre Diebesgut ist. Du musst dem Türsteher erzählen, dass du sie gestohlen hast. Was? Dieser Schrank von einem Kerl hat die Gitarre gekauft? Wenn der erfährt, dass ich ihn übers Ohr gehauen habe, macht er Kleinholz aus mir. Bevor ich CB unter die Augen treten kann, brauche ich einen Drink. Aber die verkaufen hier keine. Ist nicht sein Ernst. Haben keine Ausschanklizenz oder so. Es ist nicht sein Ernst. Bis später. Hau nichts ka... Willst du ein Slushy? Das ist keine gute Idee. Ein gebrauchtes Second-Hand-Schild. Sieht aber noch wertig aus. Weiß auch nicht, was ich da machen soll. Die beiden Sachen funktionieren. Das lässt sich nicht. Das hilft mir nicht. Das ist nicht. Das lässt sich nicht. Das ist nicht Second-Hand. Na klar, das gehört ja nicht mir. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Das ist nicht Secondhand. Das lässt sich nicht kombinieren. Das ist nicht Secondhand. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Okay. Hier oder sonst was? Nee. Wir haben halt jetzt nur noch das, glaube ich, übrig mit Lefty hier, ne? Kann ich dir helfen, Larry? Also... Mach den Giftschrank auf. Ich brauche deinen stärksten Drink. Da bist du hier an der falschen Stelle. Die Brauerei ist im Moment außer Betrieb. Außerdem wollen diese Hipster nur Virgin-Cocktails. Alles geht den Bach runter und die Welt wird immer verrückter. Im Lefties werden alkoholfreie Drinks serviert. In der letzten Bastion der exzessiven Lebensfreude. Hier hast du so ein Ding. Igitt. Wäre wenigstens Virgin drin. Bis später, Lefty. Der ist sogar für meinen Geschmack zu jungfräulich. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Nee, schade. Das hilft mir nicht. Alkohol ist keine Lösung. Das lässt sich nicht kom- Ich verstehe. Da kommen die Zutaten rein. Aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Na, ja. Das hilft mir nicht. Das wäre eine genießbare Zutat, aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Ja, aber also wir brauchen aber doch die, also, aber das da? Die Zutaten, die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Kannst du mir den Drink nicht einfach so geben? Also ich kann es versuchen, aber ich glaube, der haut mir eine rein, denn... Weil ich glaube, der will Alkohol.
Der will Aljohul. Was ist das? Willst du mir was ohne Alkohol andrehen? Siehst du? Komm wieder, wenn du was mit Stoff hast. Sag ich doch. Der will Aljohul. Der will irgendwas zum Saufen halt. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der irgendwas Alkoholfreies annimmt. Meine Zugangskarte für das Prune-Hauptquartier. Mhm. Dafür braucht man wohl... Ja, und hier komme ich halt nur zurück. Hier komme ich nicht mehr hoch. Hm. Weg. Nur eine pro Kunde. Eher nicht. Das ist gut, so wie es ist. Schade, ich dachte, ich kann hier ein Second-Hand-Schild. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Hm. Puh, die Tücher triefen vor Alkohol. Oh, die Tücher triefen vor Alkohol. Guck mal. Jetzt ist der wortwörtlich mit Stoff. Mhm. Yay. Ich glaube, aber das funktioniert jetzt, oder? Das habe ich gebraucht. Der Drink ist zwar etwas süßlich, aber das ist mal ein ganz neuer Geschmack. Kommst du jetzt mit zu CB? Na gut, wir treffen uns dort. Ja, gar kein Problem, okay. Ja, nehme ich. Also, das hat funktioniert. Also, ich bin fein damit. Es hat funktioniert. Let's go. Dein Kumpel da hat schon alles gestanden. Der kann froh sein, dass ich ihn nicht auseinandergenommen habe. Weißt du? Ich bin ein riesiger Fan von Queef. Eigentlich wollte ich die Gitarre nur haben, um das Solo von Bohemian Rhapsody zu üben. Aber das bekomme ich sowieso nicht hin. Ich glaube euch. Du kannst die Gitarre haben. Aber ich will meine Investition zurück. Auch wenn die Gitarre gestohlen ist. Ich habe nicht genug Geld. Ja, das sieht man dir an. Ich meine, du läufst ja wohl nicht freiwillig so rum. Weißt du was? Besorge mir einfach irgendwas, das mit Queef zu tun hat. Irgendwas für meine Sammlung. Dann bekommst du die Gitarre. Ja, ich weiß, was mit denen zu tun hat. Ja, das ist alles Tuch. Ich komm spät. Okay, wie kriege ich das Tuch? Ach, Junge, Gefühlt kommt man einfach nicht weiter. Das war letztes Mal schon eine Dummheit. Hm, ach so. Und die wollen ja ihre komische Polaroid dafür haben. Ein hässlicher Lappen, auf dem man ein Gesicht erahnen kann. Ja, richtig. Was gibt's? Gleich ja mit ihr. Ich habe deine Gitarre gefunden. Du hast sie? Nein, so ein Typ hat sie anscheinend gekauft und glaubt nicht, dass sie gestohlen wurde. Was? Ja, dann doch. Musst du diesen Kerl vom Gegenteil überzeugen. Okay. Doch, er glaubt denn das auch mittlerweile. Bis nachher. Kann ich mit dem... Warte mal, ich habe eine Idee. Aber nicht, ob das klappt. Wenn ich das Second-Hand-Schild bei der Tante hier hinstelle. Und sage, hier, das ist Second-Hand. Das ist nicht Second-Hand.
Ja, du sollst doch nur so tun, als ob das Secondhand ist. Besser nicht. Wow, dieses Secondhand-Schild ist ja super vintage. Oh, so. Willst du das tauschen? Du kannst dir irgendwas aus dem Laden aussuchen. Dein BH auf das Fotopanorama. Ja, das Panorama denn. Wobei ich den kleinen Dino auch gerne nehmen würde. Der kleine Dino. Der kleine Dino. Nein, der ist unverkäuflich. Das ist mein Lieblingsdino. Ach, Manu. Na gut. Dein BH. Den bekommst du nie im Leben. Ist auch besser so. Dieses Fotopanorama. Okay, einen romantischen Sonnenuntergang. Bitte sehr. Okay. Okay, dann habe ich das zumindest. Ja. Das kann ich ihm jetzt, glaube ich, geben. Das Motiv ist ein romantischer Sonnenuntergang. Wundervoll, wunderschön. Hier, guck mal, was ich gefunden habe. Wow, das ist ja perfekt. Und so schön vintage. Die goldene Stunde. Lass uns direkt mit dem Shooting loslegen. Jetzt bin ich ja gespannt. Oh Gott, das Bild ist ganz schlimm. Hey, das sieht ja genauso aus wie vorher. Ich leg mal einen Filter drüber. Wie wäre der hier? Ja, moin. Na, zufrieden? Wie findest du dich jetzt? Uff. Könnte ich mich ja gerade mich selbst verlieben. Der Waffenschein dafür, der ist ja total realistisch. Oh Gott. Total realistisch. Das ist ja total realistisch. Prima. Aber ich habe noch eine kleine Bedingung, bevor ich dir das Foto gebe. Welche? Ich will einen Tanz mit dir. Im Hell's Pawn. Im Darkroom. Aha. Wenn es sonst nichts weiter ist. Night Fever, Night Fever. Langsam, langsam. Heb dir das für den Club auf. Aha. Ich gebe dir schon mal ein paar Punkte auf Timber. Was? Nicht die Höchstpunktzahl? Die bekommst du, wenn mir dein Tanz besonders gut gefällt. Aha. Also, wir sehen uns nachher im Hell's Pawn. Geht klar. Ja, gar kein Ding, du. Wie? Das muss jetzt aber ein Quantensprung bei den Timber-Punkten sein. Na? Na? Du hast 19 Timber-Punkte. Das ist vermutlich abgerundet. Nein, aufgerundet. Genau genommen ist deine Punktzahl 18,708. Schon gut. Hey, kannst du Faith vielleicht eine Nachricht schicken, dass sie schon mal Platz in ihrem Terminkalender schaffen soll? Ich kann sie nicht kontaktieren. Niemand kann das. Sie wird noch früh genug von mir hören. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Mhm, die neuen Vorschläge bei Timber gucken wir uns mal nach einer kleinen Pause an. Ich muss erstmal hier alles verdauen. Eieiei. Das ist alles so ganz wild. Ganz wild ist das hier. Dick hatte schon recht. Das ist eine goldene Stunde auf dem Bild. Wie verdaut das Spiel? Nom, 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 nom. Aber Spiel leider kaputt. Doof aber auch. Nein, ich bin gleich wieder da. Gib mir so 3-4 Minütchen. Dann machen wir hier weiter. Bis gleich.